sanfte Grüße. Was sind Ihre Extreme? 2 Wochen. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars im Green Planet DLC. Ich habe im Live-Chat gerade nochmal den Hinweis bekommen, dass ich das doch mal mit den Biorobotern ausprobieren wollte. Das wollte ich, das ist richtig, allerdings haben wir da ein Problem. Der Bau für die Fabrik, die wir dazu bauen müssen, das ist ja hier die, Moment, wo ist er? Die Drohnenfabrik, die kostet 8 Einheiten Electronics und wir haben gerade nicht genug davon. Wir haben gerade wirklich ein Problem mit Electronics, ein massives. Und der Bau der Bioroboter selber kostet nochmal 5 Electronics pro Einheit, also pro Bioroboter. Das bedeutet, wir können es uns nicht leisten, weil wir gerade einfach nicht genug Electronics produzieren. Und weil wir gerade auch, selbst wenn wir genug Electronics produzieren, auf den Abgrund hinarbeiten in Bezug auf die Edelmetallanzahl. Wir haben nicht genug Rohstoffe für dieses Vorhaben mit Biorobotern. Es tut mir wirklich leid, ich würde das auch gerne ausprobieren. Das Problem ist einfach, wir müssen vorher dafür sorgen, dass wir mehr Arbeitskräfte haben, dass wir mehr produzieren, dass wir mehr Electronics haben, dass wir mehr Edelmetalle haben. Wir müssen vorher so viele Probleme lösen. Das wächst uns alles ein bisschen über den Kopf gerade. So, wir haben jetzt nochmal einen Moxie am Start, der jetzt nochmal ein bisschen mehr Sauerstoff raushaut. Das ist nämlich ganz wichtig. Wir müssen diesen Tank hier voll kriegen für unsere Versorgung während des Staubsturms. Und, meine lieben Freunde, ich habe jetzt hier nochmal ein Hochhaus gebaut. Hier drin, ein Apartment-Hochhaus. Sauber. Da können jetzt noch ein paar Leute wohnen. Und wir brauchen nämlich ganz dringend hier auch noch eine weitere Farm, denn uns geht nämlich jetzt wirklich das Essen hart aus hier. Ich meine, hier werden gleich nochmal Kartoffeln fertig. Oder hier werden gerade nochmal Kartoffeln fertig gleich. Puten sind auf der Hälfte, aber das wird nicht reichen. Wir brauchen dringend noch eine Farm. Deswegen habe ich auch nochmal eine Passagierrakete angefordert. Die ist gerade unterwegs mit 7 Botanikern irgendwie, einem Ingenieur und noch so ein paar anderen Hanseln. Und ich hoffe mal, dass wir das damit dann ein bisschen wieder rumgerissen kriegen, weil wir haben nur noch 91. Wir sind von über 200 Einheiten Nahrung auf unter 100 runter und das ist halt... Das ist halt übel. Also das ist halt wirklich übel. Das ist nicht gut. Definitiv nicht. Und da müssen wir es wirklich auf dem Zettel behalten hier. Und beim Staubsturm gleich müssen wir auch den Strom nochmal im Auge behalten. Das kann auch sein, dass uns das um die Ohren fliegt. Weil wir haben noch nicht das Upgrade, also diesen Durchbruch mit den 100% gesteigerten Windrädern. Den haben wir noch nicht. Der ist gerade im Forschen. Der ist gerade bei 46%. Wenn wir den haben, können wir wahrscheinlich sogar die Solarpaneele abreißen. Dann würden wir nochmal ein bisschen Eisen sparen auch. Aber es ist halt gerade wirklich eng. Energiespeicher sind auch nur zu 50% voll. Es ist wirklich gerade... Es ist gerade so Armageddon-Stimmung schon wieder so ein bisschen. Die Zeichen zeigen mir, dass es gleich zu Ende geht hier, wenn wir nicht aufpassen. Es steht gerade echt auf der Kippe alles. Aber so richtig, das ist kein Spaß. It's not a joke. Das ist wirklich eng. Und ich warte immer noch darauf, dass bei diesem blöden Experiment K3K64, dass da endlich mal was rauskommt. Die sind immer noch am Dengeln hier. Verdammte Scheiße. Die sind immer noch am Rumtun. Da muss endlich mal was Produktives bei rauskommen. Dass wir vielleicht endlich mal die Elmsfeuer loswerden oder irgendwie sowas. So, wie viel Strom speichern wir denn gerade? Alter, es ist einfach zu wenig Strom. Aber ich hatte eigentlich gehofft, dass wir in der Zeit die Technologie hier erforschen. Die reibungsfreien Verbundwerkstoffe. Aber wir können halt auch die Forschung nicht boosten. Wenn ich das mache, dann verliere ich halt 1 Milliarde direkt. Ich meine, ich könnte die Forschung... Moment, wir können ja die Forschung auch in kleinen Schritten boosten. Wir könnten auch nur 1000 boosten in 5 Sols für 200 Millionen. Lasst uns das mal machen. Dann haben wir immer noch 1 Milliarde als Reserve übrig. Das reicht zwar nicht, um das hier zu erforschen, aber das beschleunigt es halt ein bisschen. Vielleicht kommt es dann rechtzeitig noch. Müssen wir mal gucken. Es wäre halt echt gut, wenn halt ein Windrad nicht nur 18,9 Strom produziert, sondern halt einfach mal, das sind ja dann fast 40 Einheiten. Irgendwas um die 36, 37 so. Okay, wir haben wieder ein bisschen mehr Nahrung jetzt bekommen. Das ist gut. Hier arbeiten jetzt auch Leute. Wir schaffen das, glaube ich, mit der Rakete nicht mehr. Ist nur so eine Vermutung. Wir hatten noch 50% Wegstrecke und der Staubsturm kommt in einem Sol 2 Stunden. Es könnte eng werden. Könnte massiv eng werden. Wird auch eng. Wird garantiert eng. Wird richtig eng. Wird alles richtig eng hier. Und die blöden Wisps, die Elmsfeuer sind wieder am Start. Alter, das ist hier schon wie so eine Lightshow, wie so eine Disco ist das hier schon.
Guckt euch das mal an, wie viele da am Start sind hier. Das ist schon krass. Das ist schon echt heftig. Alles nur noch am Leuchten. Ah, Emsfeuer. Ja, ja, ja. A vivid display of unearthly beauty. A surge in wisp activity, far surpassing our most optimistic expectations, played out before our eyes. Eine strahlende zur Schaustellung unglaublicher Schönheit spielte sich vor unseren Augen ab. Die schiere Menge an Irrlichtern hat unsere kühnsten Erwartungen übertroffen. Mit Hilfe des Wassertanks konnten wir mehr Irrlichter denn je anlocken und jede Menge neue Informationen über sie sammeln. Unsere neuen Erkenntnissen reichen von der Bestimmung ihres Alters bis hin zur Feststellung verschiedener Verhaltensmuster, die allerdings nur einen Teil von ihnen aufweist. Unsere Wissenschaftler können es kaum erwarten, die gesammelten Daten auszuwerten. Effekt: Die Technologie der Wille der Irrlichter ist jetzt verfügbar. Na toll, wir müssen wieder eine Technologie gleich wieder erforschen. Als ob wir nicht noch andere Sorgen hätten hier, aber das müssen wir jetzt tatsächlich tun. Wir müssen das einreihen. Jetzt, da unsere Wissenschaftler wissen, was die Irrlichter antreibt, wollen sie eine Methode entwickeln, sie zu weiteren Analysezwecken zu fangen. Tja, müssen wir wohl jetzt machen, ist wichtig, müssen wir einreihen. Genau, Metallextraktion aus der Tiefe und der ganze andere Spaß, der wird halt jetzt hinten dran gehangen einfach. Aber das ist jetzt einfach wichtig, dass wir dieses Elmsfeuer-Ding einfach mal loswerden, dass wir da nicht noch Wasserverluste haben an den Stellen. Ganz wichtig. So, Staubsturm in 20 Stunden, Rakete ist bei 61%. Ist gleich da, könnte sein, dass es noch klappt, möglicherweise, müssen wir mal gucken. Müssen wir mal schauen. Strom, wie sieht der aus? Ah, Strom ist ganz schön eng hier. Ist ganz schön eng. Ist alles ganz schön eng, wenn ihr mich fragt, meine lieben Freunde. Ist alles sehr eng, massiv eng. Nahrung wird auch schon wieder eng direkt. Hier wird gleich was geerntet. Die Putins sind auch gleich fertig. Das ist ganz schön, ey. Das ist ganz schön. Ja, ist ganz schön. Kann ich euch sagen. Ganz schön. Ist nicht ohne hier. Ist nicht ohne. 400%. Sage ich nur. 400%. Wäre nicht auf den 400% so rumreiten, aber 400%. 400% Schwierigkeit. Wie lange dauert das hier noch? 67%. Eieieiei. Eieieiei. 14 Stunden. Aber die Rakete müsste noch durchkommen eigentlich. Das sollte noch klappen. Oh, wir haben einen Sektor jetzt mit 6700. Ah, ist wieder so ein unterirdisches Wasservorkommen, oder? Nee, ach nee, hier ist es ja, genau. Okay. Ah, mal gucken. Wir brauchen... ich kann es immer noch wieder sagen, wir brauchen Edelmetalle. Das wird immer weniger hier alles. Das wird alles immer weniger. Scheiße. Scheiße. Ich meine, selbst wenn wir hier die Elektronikfabrik voll auslasten, irgendwann gehen uns halt die Edelmetalle dafür aus, ne? Dann kann da auch nichts mehr produziert werden. Das ist Ende im Elektronikgelände. Das ist gerade so ein übelster Engpass. So, Passagierrakete ist gleich noch da. Ich glaube, das schafft die gerade noch. Ich werde dann schon mal direkt pausieren, wenn die landen kann. Dass die auf jeden Fall noch mit runterkommt. Dass das auf jeden Fall noch klappt. Oh, scheiße, scheiße. Scheiße. 96 Einheiten Nahrung. Das sieht auch echt mega eng aus. Shit. Aber die Putins sind gleich fertig. Dann kommen wieder 66 Einheiten oben drauf. Die Rakete hat auch nochmal Nahrung drin. Die enthält auch Nahrung. Ich muss die Sterlings auch zumachen. 4 Stunden. Bis zum Staubsturm. Da hinten kommt ein Asteroid einfach mal runter. Auch geil. Komm, 95%. Die schafft das noch. Die schafft das noch. Die schafft das noch vorm Staubsturm. 96, oh, 2 Stunden nur noch, komm, komm, zieh, du schaffst es, du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das, schnell, schnell, 98, 1 Stunde, ich muss die Sterlings gleich zumachen, oh, kacke, Mann, 98%, 99, 100, komm, 100%, schnell, schnell,
Ja, ja, ja. Schnell landen lassen. Schnell noch runterkommen lassen. Und Sterlings schließen. Alter Schwede. Landen, 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 landen. Und der Staubsturm ist jetzt aktiv. Die Rakete landet gerade. Hoffentlich führt das jetzt nicht zum Problem. Nee, alles gut. Sollte es mit der Energie jetzt allzu eng werden, müssen wir halt die anderen Anlagen wieder schließen, die vielleicht ein bisschen zu viel Strom ziehen. Noch geht's. Das war aber wirklich so auf dem letzten Drücker, ey. Ohne Scheiß. Das hätte keine Sekunde später jetzt kommen dürfen, hier, die Rakete. So, jetzt haben wir auch mal wieder ein paar Arbeitslose tatsächlich. Ich werde irre. Die müssen jetzt natürlich sich hier erstmal einfädeln, die Leute. In ihre neuen Berufe. Die können gerne mal hier arbeiten. Ja? Da brauchen wir welche. Und schon wieder ein Leck entdeckt hier, ey. Ist gar nicht mal lecker. Ich hoffe, das wird alles schnell gefixt. Wir sollten auf jeden Fall nochmal Metall holen. Hier unten von unserem Spezi. Das können wir mal machen. So, wie schaut's aus? Wir haben minus 5 Energie. Das geht noch. Könnte schlimmer sein. Gleich haben wir ja hier... Oh, 89% reibungsfreie Verbundwerkstoffe. Gott sei Dank. Dann haben wir das schon mal. Das ist schon mal ein wichtiger Joker. Da müssen wir uns nicht mehr so um die Energie kümmern, weil dann nämlich unsere Windräder plus 100% Energie produzieren. Also quasi doppelt so gut sind. Das ist ganz wahnsinnig wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich kann nicht oft genug betonen, wie wichtig das ist. So lange müssten unsere Energiespeicher eigentlich auch durchhalten. So lange, bis das erforscht ist. Und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn hier mal ein Energieleck zwischen den Anlagen ist, wenn da mal eine Leitung kaputt ist bei der Energie, bei der Stromversorgung, weil dann nämlich die Windräder stark genug sind, wenn die in der Nähe von den Anlagen stehen, den Verlust kurzzeitig auszugleichen. Also ein einzelnes Windrad kann dann durchaus mal so eine Kuppel versorgen, möglicherweise. Eine kleine. Okay, so eine kleine vielleicht. Ja, so eine Kuppel hat einen Verbrauch von 29,5 Strom. Ein Windrad könnte eine Kuppel versorgen, wenn es maximal läuft. Und wenn es dann noch durch den Staubsturm geboostet ist, sowieso. Also das geht. Dann könnte man pro Kuppel einfach ein Windrad aufstellen, dann wären die Kuppeln schon mal fein raus. Die könnten dann keinen Verlust bekommen. 2% noch bei der Forschung. 2%. Schnell, schnell, schnell. Schnell, schnell, schnell. Kommt schon. Ja. Und ja, 275 Energie, meine lieben Freunde. Guckt euch das an. Okay, wir haben keine Energiesorgen mehr. Da brauche ich jetzt ganz lange keine neuen Anlagen mehr bauen. Das ist richtig. Das ist richtig gut. Das ist richtig, richtig gut. Das ist mega. Guckt euch das mal an. 50 Ladestand. Da können wir sogar nochmal einen Akkumulator bauen, würde ich sagen. Und zwar sogar jetzt noch, während der Staubsturm läuft. Das will ich jetzt mal direkt machen. Und zwar hierhin. Blockierende Objekte, okay. Streicht, was ich gesagt habe. Wir bauen ihn hierhin. An die Kuppel ran. Wunderschön. Oh, das ist echt wichtig. So, als nächstes sind ja hier die Irrlichter dran. Dann können wir hier nochmal das einreihen. Genau. Läuft, meine lieben Freunde. Jetzt haben wir erstmal ein bisschen Zeit gewonnen. Und ich könnte sogar, weil jetzt seht ihr ja, jetzt sind ja die ganzen Solarkollektoren, die sind ja jetzt inaktiv, ne? Die können wir jetzt an sich schon mal, zumindest hier in der Gegend, schon mal abreißen. Das spart uns nämlich Metall. Denn Metall ist auch noch so ein Ding, das wird uns auch irgendwann ausgehen. Und wenn die Anlagen nicht gewartet werden müssen, die Windräder, naja, dann braucht man dafür auch kein Metall ausgeben. Ne? Das spart man sich dann. Ist schon clever, das zu machen jetzt. Im Gegenteil, wir kriegen jetzt sogar ein bisschen Metall zurück. Wenn man die abreißt, kriegt man ein bisschen was wieder. Stromnetze durchtrennt, das ist jetzt hier, weil die Dinger abgerissen wurden, das ist okay. Theoretisch könnte man auch nochmal den einen oder anderen Sterling abreißen. Da würde man nochmal Electronics zurückkriegen.
Wobei die Sterlings sind ganz gute Joker, wenn mal irgendwie eine Spitze ist, eine Leistungsspitze, die ausgeglichen werden muss. Zum Beispiel bei Kältewellen wären die gar nicht so verkehrt, deswegen ist es ganz gut, die zu haben. So, Gott sei Dank, die Produktion von Electronics zieht jetzt wieder ein bisschen an. 5 Überschuss haben wir jetzt. Nahrung sieht auch wieder ganz gut aus. Wie ist es denn jetzt mit dem eingelagerten Sauerstoff? Oh, das sieht nicht so gut aus. Da wird es rapide weniger, aber der Staubsturm dauert auch nur noch 11 Stunden, was? Ah, die Wasservorkommen sind jetzt erschöpft. Das ist natürlich auch kacke. Aber die gute Nachricht ist, wir müssen jetzt hier an sich eigentlich nicht mehr groß verteidigen. Mit Meteoriten und so. Da können wir eigentlich hier diese ganzen Strukturen jetzt zurückbauen. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Damit haben wir auch weniger Wahrscheinlichkeit für Ausfälle. So. Das kann weg. Das kann alles weg. Das machen wir jetzt alles mal weg. Schon wieder. Was ist hier los? Nervenzusammenbruch. Nervenzusammenbruch. Seht mich an. Nach einem Nervenzusammenbruch ist das Opfer zu einer der Luken in der Kuppel gerannt. Ach, das... Alan Redworld möchte offensichtlich, dass du ihm ein Ziel vorgibst. Lausche meine Stimme und beruhige dich, es gibt keinen Grund, gewalttätig zu werden. Nein, Valhalla erwartet mich! Der Kolonist bricht in wahnsinniges Gelächter aus und nimmt mit dem Rover Kurs auf die Rote Wüste. Stunden später findest du den Aufenthaltsort des Kolonisten dank der Signalleuchte auf seinem Raumanzug. Alan Redworld sitzt auf dem eingefrorenen Überresten des Rovers. Er schämt sich für sein wahnsinniges Verhalten, aber es geht ihm gut. Ein Rover wurde zerstört. Welcher Rover wurde jetzt zerstört? Ferngesteuerter Erkunder. Ja, toll. Na gut, da haben wir jetzt... Sie kann für Materialien ausgeschlachtet werden. Aber warte mal, haben wir dadurch noch den Boost? Warte mal. Nee, schade. Ja, kacke, Mann. Ist ja nicht so, als hätten wir den nicht dringend gebraucht. Scheißdreck. Okay, dann wird er halt ausgeschlachtet. Scheint offensichtlich auch nicht zu gehen, dass man den... Ja, toll. Nicht mal Electronics kriegt man. Wie schwachsinnig ist das eigentlich? Ich schlachte einen Rover aus? Eine elektronische Einheit? Und ich krieg nicht mal Electronics. Was ist das denn für eine Scheiße, Mann? Das regt mich ja richtig auf jetzt. Das regt mich jetzt ja richtig auf. Ja, natürlich kriegen wir jetzt eine Anomalie. Wo ist die jetzt aufgetaucht? Wo war das? Da oben. Da müssen wir den anderen halt jetzt hinfahren lassen. Hoffentlich verlieren wir den nicht noch. Rover wachsen ja nicht auf Bäumen, ne? Das ist mal richtig kacke. Naja. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, ne? Wo ist das halt? Scheiße. Scheiße! Scheiße! Mann! Warum wird denn das hier nicht abgerissen? Achso. Das haben wir noch nicht abgerissen. Genau, schön abreißen. Sauber. Die Nahrung ist schon wieder niedrig, aber ich kann die Rakete starten. Machen wir das mal. Okay. Wir sehen es jetzt hier. Strom ist wirklich kein Problem gerade. Das ist gut. Nur Wasser ist gerade ein Problem. Hahaha. Weil ich es gerade sehe. Moment. Hier. Wir brauchen die Vaporatoren jetzt. Wir müssen jetzt voll auf die Vaporatoren setzen. Die müssen auch voll ausgelastet laufen. So, 2 Vaporatoren bringen insgesamt 5 Einheiten Wasser. Wir haben -8, das heißt, das wird nicht reichen. Wir brauchen noch wenigstens einen weiteren Vaporator, idealerweise. Kann ich hier noch einen setzen? Diese scheiß Fläche hier, ey, das regt mich so auf, dass man die nicht wegkriegt. Kann ich da noch einen in die Ecke setzen? Ja. Machen wir das mal. Okay. So, das sind jetzt 2. Einen haben wir doch noch, oder? Nee, wir hatten nur 2. Scheiße. Wir brauchen noch einen mindestens. Oder wir müssen irgendwas abreißen, was Wasser verbraucht. Der Wille der Irrlichter. Oh, Gott sei Dank. Our science team has been working tirelessly to design this new miracle of engineering. The light trap.
Unser Wissenschaftsteam hat unermüdlich an der Entwicklung eines neuen Technikwunders gearbeitet, der Lichtfalle. Der Name ist ebenso ironisch wie einfallslos, doch mit ihrer Hilfe sollen Irrlichter mit Wasser angelockt werden. Ähnlich wie bei einer richtigen Lichtfalle, die Insekten anlockt und einfängt. Unsere Wissenschaftler können es kaum erwarten, den Prototypen zu testen. Ziel, baue eine Lichtfalle. Okay, na gucken wir mal. Mal kurz pausieren jetzt. Ich will mir das mal angucken. Wo ist denn das? Lichtfalle. Ja, die verbraucht natürlich. Wie hätte es anders sein können? Natürlich verbraucht die Wasser. Mann! Und die braucht auch noch Electronics. Ja, genau. Alles, was wir in Massen haben. Aber wisst ihr, was wir jetzt mal machen? Wir machen das jetzt einfach. Wir bauen jetzt einfach mal so eine Lichtfalle. Ich muss noch gucken, wo ich die hinbaue. Vielleicht hier unten? Vielleicht in die Nähe von diesen... von diesen Kratern. Wir müssen diese Wisps loswerden. Dringend. Dringend, dringend. Warte. Wo sind denn die meisten Krater? Die meisten Krater sind hier so. Okay, ich baue hier eine auf. Das ist ja eh auch noch einer der wenigen Plätze, wo es noch geht. Und dann würde ich sagen, hier unten noch eine. Hier so. Ja. Wasserleitung noch hin. So. Genau. Und wir brauchen noch diese Vaporatoren. Genau, die werden jetzt gebaut. Sind ja auch Fertigbauten. So, genau. Und da hauen wir die Upgrades rein. Kostet ja nur Polymer. Minus 6 Wasser. Alter Vater, so haben die hier mal rückgebaut. Ja, haben sie. Okay, den Drohnen hab hier, den würde ich auch abreißen, glaube ich. Lasst uns mal hier die ganzen Sachen abtransportieren lassen. Dann machen wir nämlich hier Tabula Rasa jetzt. So. Die ganzen Leitungen hier. Das kann alles weg, diese Wasserleitungen. Weil die ziehen uns nur... oder die erhöhen nur die Wahrscheinlichkeit für Risse, für Lecks. Und hier ist ja nichts, was wir verbinden müssen. Deswegen hauen wir das jetzt einfach mal weg. Okay, der Sauerstofftank muss natürlich verbunden bleiben. Das ist richtig. Genau. So, und wenn der Drohnen-Hub hier, wenn die jetzt gleich alles wegtransportiert haben an Ressourcen, dann reißen wir den Spaß hier ab. Also alles. Dann kommt das alles weg. So, die Lichtfalle ist aktiv. Alter, minus 20 Wasser. Aber gut, wir haben hier eigentlich in dem Wassertank oder in unseren Wassertanks genug Wasser gespeichert. Das müsste eigentlich funktionieren. Die Irrlichter werden, glaube ich, auch dann gefangen, wenn die rauskommen aus ihren Löchern. Die fliegen dann da rein und irgendwann sind die dann alle da drin. In diesen Lichtfallen. Da sind sogar schon welche drin, glaube ich. Ja, ich glaube, da sind sogar schon welche drin. Müssen wir mal im Auge behalten. Haben die jetzt hier schon die Vaporatoren geupgradet? Ja, haben sie. Ah, das ist jetzt natürlich, ist natürlich echt mies jetzt hier. Nahrung geht zurück, Wasser geht zurück. Ich glaube, wir brauchen dringend nochmal Vaporatoren. Das heißt, wir brauchen am besten einen auf jeden Fall. Oder zwei. Wir machen zwei. Das sind nochmal 5 Einheiten Wasser, die wir nochmal zusätzlich kriegen. Dann... nochmal Electronics. Ach scheiße, da ist die Dings schon voll, die Frachtdings. Ja, okay, wir starten das jetzt einfach mal so. Diese Support-Kapseln, die sind ja schneller. Und nein, weil jetzt einige vielleicht sagen, dafür musst du doch draufzahlen. Nein, da muss ich nicht draufzahlen, weil ich mit Russland ein Ziel abgeschlossen habe, dass ich 8 Vorkommen entdeckt habe. Da kriege ich nämlich 8 freie Nachschubkapseln. Und ich glaube, jetzt habe ich aber alle benutzt schon. Ah, nee, immer noch nicht. Ich habe immer noch freie Nachschubkapseln, deswegen, das ist ganz gut, um da mal ganz schnell ein bisschen was anzufordern, ist das ganz gut geeignet. Sollte man auf jeden Fall nutzen. So, die Drohnen hier unten langweilen sich. Hier ist natürlich das ganze Metall jetzt drin. Vielleicht sollten wir mal unseren Transportinski nehmen und das einfach mal alles abholen. Der kann mal hier hochfahren und der kann das mal alles holen. Aber die anderen Werte sehen eigentlich gut aus, soweit.
Und die Electronics sind jetzt auch nur deswegen niedrig geworden, weil wir jetzt natürlich diese zwei Lichtfallen gebaut haben, ne? Flüssiges Oberflächenwasser jetzt möglich. Jawohl! Flüssiges Wasser auf der Marsoberfläche. Das hat nochmal einen Forschungsboost gegeben. Nicht schlecht. Haben wir auch bitter nötig hier. Wir brauchen Metallextraktion aus der Tiefe. Das ist ganz wichtig. Und Wasserextraktion aus der Tiefe müssen wir eigentlich auch schon mal einreihen, so langsam. Wobei, wenn wir jetzt auf Vaporatoren setzen, können wir das eigentlich auch komplett sein lassen. Was lohnt sich denn noch? Was ist denn noch richtig wichtig, aber geht relativ schnell? Das hier vielleicht noch, der Durchbruch. Komm schon. Ich finde es interessant, dass er so gestresst ist. Ohne Wasser keine Nahrung. Ja, aber Wasser haben wir ja noch. Wir haben nur nicht genug Wasser, ne? Die Farmen werden ja schon noch versorgt. So ist es ja nicht. Und die produzieren auch gleich wieder. Ein kurzfristiger Engpass wird ja durch unsere Lager ausgeglichen. Das ist ja der große Irrglaube oder das große Missverständnis, was viele immer haben. Viele denken immer, da oben ist was im Minus, ich muss schnell was machen. An sich richtig. Aber prinzipiell ist es so, erst werden die Lager geleert und dann erst wird es schlimm. Dann kommen erst die Folgen vom Mangel. Erst wenn die Lager leer sind. Deswegen hat man ja diese Tanks und diese Lager, damit man solche Schwankungen ausgleichen kann. Darum geht es ja, ja. Deswegen, die Farmen hören nicht einfach auf zu produzieren, nur weil hier mal minus 3 Wasser steht. Das ist Blödsinn, das ist totaler Quatsch. Das ist Panikmache, ja? Das ist Panikmache. Allerdings muss man natürlich schon in die Zukunft planen. Wenn jetzt hier natürlich die minus 3 Wasser permanent anliegen und gar kein Überschuss mehr entsteht, naja, dann hast du natürlich ein Problem irgendwann. Wenn dann die Tanks leer sind, dann wird es schwierig. Deswegen sollte man schon anfangen, gegenzusteuern, bevor eine Situation kritisch wird. So, aber ein kurzfristiges Minus ist nicht schlimm. So, jetzt haben wir hier, was hatten wir jetzt hier? Die Fertigbauten, genau. Elmsfeuer, magisches Licht. It works. Ja! The light trap is able to lure and capture wisps within its vicinity. Sauber. Es funktioniert. Die Lichtfalle kann Irrlichter in ihrer Nähe anlocken und einfangen. Die Irrlichter strahlen Wärme aus und leuchten so stark, dass es für unsere Wissenschaftler kein Problem darstellt, Methoden zur Nutzung ihrer Energie zu entwickeln. Auch wenn wir uns früher oder später Gedanken darüber machen sollten, ob wir zulassen wollen, dass diese Lichter ihre Ziele ungehindert verfolgen können, haben wir vorerst beschlossen, die eingefangenen Irrlichter in dekorativen Lampen in unseren Kuppeln zur Schau zu stellen. Was? Pro 10 eingefangenen Lichtern werden neue dekorative Gebäude freigeschaltet. Okay, war das echt die Lösung oder ist das neu? Ich glaube, das ist neu. Ich glaube, die Lösung sah mal anders aus tatsächlich. Das wird die Stimmung innerhalb der Kuppel heben. Herrlich. Das ist jetzt also die Antwort auf die Irrlichter. Na toll. Gut, ich würde sagen, wir bauen gleich nochmal hier Feuchtigkeitsvaporatoren. Kann ich hier noch einen irgendwie dazwischen quetschen? Ja, hier geht noch einer. Vielleicht auch andersrum. Dann kann ich ihn vielleicht noch eine Einheit hochschieben. Ja, guck mal. So. Ah, nee, so geht's nicht. Dann blockiert er den anderen. Aber so geht's. Machen wir es mal so. Und dann noch einen. Den bauen wir mal. Den baue ich jetzt dahin, neben die Kuppel. So. Dann sind sie auch schön verteilt. Genau, die können ja nochmal geupgradet werden. Herrlich. Wir haben nämlich minus 13 Grad. Wegen den Irrlichtern, die ja ganze Zeit aktiv sind. So, schön upgraden. Genau, hier auch nochmal schön upgraden. Wir müssen diesen Wassermangel durch die Irrlichter müssen wir jetzt halt kompensieren. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig ist das. So, einige werden jetzt wieder sagen, warum nutzt du nicht Steuerung und klickst dann für die Upgrades, damit das in allen Gebäuden gemacht wird. Wenn ich nur ein, zwei Gebäude habe, lohnt sich das nicht. Das lohnt sich nur, wenn ich irgendwie 5, 6 Gebäude hintereinander baue und in allen die Upgrades machen will. Ansonsten kann ich mir auch die paar Kalorien investieren und das einfach mal mit einem Klick erledigen. Ich weiß, man sollte generell Kalorien verbrennen, sparen und so. Man sollte nicht so viel Kalorien verbrennen im eigenen Körper. Ja, deswegen ist zusätzliches Klicken immer sehr kritisch zu betrachten, aber in dem Fall gönne ich mir das mal.
Denn als Let's Player kriege ich ja sonst keinen Sport, ja, weil ich sitze ja ganze Zeit vorm Rechner. Insofern ist der einzige Sport, den ich habe, die Kalorienverbrennung, die entsteht, wenn ich meinen Zeigefinger beim Klicken auf der Maus bewege. Und das ist nämlich der eigentliche Grund, warum ich diese ganzen Kurzbefehle von wegen mach das Update mit einem Klick in allen Gebäuden nicht anwende. Ja, ich will meinen Zeigefinger trainieren, damit er auch schön muskulös ist. Ja, dann kann ich nämlich mit meinem eigenen Zeigefinger einen PKW anheben. Und das ist nämlich der absolute Wahnsinn und da will ich hinkommen. Da ist aber noch ganz viel Training nötig, deswegen muss ich auch ganz viele überflüssige Klicks machen. Wenn ihr auch auf überflüssige Klicks steht, dann klickt auf jeden Fall auf den Daumen nach oben für diese Folge. Ihr könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht getan haben solltet und dabei auch gerne auf die Benachrichtigungen klicken, damit ihr keine Folge Surviving Mars oder jedes andere Video auf meinem Kanal mehr verpasst. Es kommen täglich Videos, also abonnieren und aktivieren und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Surviving Mars Green Planet. Bis dann, ciao, ciao!